Roulette Kessel Gucken 22.08.2019 Tagesgewinn 4000 australische Dollar Quantenmechanik Autor D. Seltzer McKenzie YouTube. Heute ist es Donnerstag, der 22. August 2019. Es ist jetzt genau 12 Uhr und hier im YouTube Livestream sind heute 18 Zuschauer zugeschaltet. Zunächst halte ich jetzt in die Kamera meine heutigen Fußballwettscheine, die können wir notfalls abfotografiert und die Wetten selbst nachmachen. Wir spielen heute wieder im australischen Melbourne. Unser Spieler, der extra nach Australien gereist ist und sogar seinen Ferrari mit ins Flugzeug mitgenommen hat, hat zwar noch keine Gelegenheit gehabt, auf der Formel 1 Rennenstrecke in Melbourne seinen Wagen auszufahren, aber er hat die Absicht, das morgen nachzuholen und unser Spieler steht jetzt bereits an unserem ausgerechnet Spieltisch und weiß genau, was er setzen muss. Es ist so, nachdem wir vor einem Tag eine regelrechte Pleite erlebt haben, habe ich mir nunmehr sehr viel Mühe gegeben, mit der Quantenmechanik und der Stringtheorie unsere heutigen Satzregeln auszurechnen. Wir setzen heute ausschließlich nur auf Schwarz, also auf einfache Chancen und immer mit 500 australischen Dollarstücken. Der Tisch wird jetzt um 12 Uhr, das ist also 20 Uhr in Melbourne, eröffnet und wir setzen auf folgende Korps immer auf Schwarz. Nach dem dritten Korps einmal auf Schwarz, nach dem sechsten Korps zweimal auf Schwarz, nach dem zwölften Korps einmal auf Schwarz, nach dem vierzehnten Korps zweimal auf Schwarz, nach dem 21. Korps zweimal auf Schwarz und nach dem 29. Korps zweimal auf Schwarz. Unser Spieler hat natürlich die Satzdaten und wird das alles entsprechend setzen und ist jetzt natürlich bereits am Werk. Ich warte jetzt mal eine halbe Stunde, dann dürfte er sich melden und das Ergebnis mitteilen. So, jetzt ist es gleich 13 Uhr in Melbourne, ist es 21 Uhr und der Spieler hat mitgeteilt, wir haben sämtliche Korps ausnahmslos gewonnen. Nach dem dritten Korps ist die 29 gefallen, also schwarz. Nach dem sechsten Korps ist zweimal schwarz gefallen und zwar ein Doppelschlag mit 6. Nach dem zwölften Korps ist die 8 gefallen. Nach dem vierzehnten Korps ist die 17 und die 15 gefallen. Und nach dem 21. Korps ist die 28 und die 11 gefallen. Und nach dem 29. Korps ist die 11 gefallen und die 10. Wir haben alle Korps auf schwarz mit 500 australischen Dollar gesetzt und somit insgesamt 4000 australische Dollar gewonnen. Umgerechnet sind das etwa 3300 Euro. Ich halte den YouTube-Livestream jetzt ab.